Wir alle sind Extinction Rebellion. Wir sind eine weltweite Bewegung, die den Status quo so nicht mehr hinnehmen möchte. Dies ist ein Trauermarsch für den Schlangenadler. 1969 ausgestorben. Wegen Bejagung. Ein Trauermarsch für das europäische Ziesel. 1985 ausgestorben. Wegen Bewirtschaftung von Brachen. Seit 1970 schon 60% der Wirbeltiere in der Wildnis verschwunden sind. Und das Insektensterben, also da messen, glaube ich, seit 27 Jahren Leute an so 63 Stellen in Deutschland. Und da sind 75 oder sogar über 75% der fliegenden Insekten schon verschwunden. Und das an Stellen, die eigentlich auch Naturschutzgebiete durchaus mit beinhalten. Also das ist, glaube ich, ein ganz eklatanter, leiser Fortschritt von Artensterben, den wir halt eigentlich seit Jahren sehen können, aber immer dann doch immer übersehen. Extinction Rebellion ist eine Bewegung, die aus England kommt. Dort hat eine Gruppe gesagt, wir brauchen einen gewaltfreien Widerstand, eine Rebellion wegen der Klimakrise. Das ist ein Trauermarsch für den japanischen Seelöwen. 1951 ausgestorben wegen Bejagung. Dies ist ein Trauermarsch für den Flughund aus Guam. 1968 ausgestorben wegen Bejagung. Wir tragen halt auf diesem Trauermarsch Kreuze und auf diesen Kreuzen sind kleine Schilder angebracht mit Namen von Tierarten, die in vergangenen Jahren ausgestorben sind. Unsere Kreuze und Schilder sind Leuchttürme. Für die Arten, die aufgrund menschlicher Aktivitäten schon verstorben sind. Es geht um ausgestorbene Tierarten. Und darum, dass es wirklich irgendwie eigentlich schon 11:55 ist und dass wir alle was tun können, um das weitere Aussterben von Tier-, Pflanzenarten und im Endeffekt nachher ja auch von dieser Welt, dieser Erde, auf der wir ja auch leben wollen. Wenn ich an ein Bakterium denke oder an ein Virus denke, das kann nicht viel machen. Aber wenn ganz viele Viren oder ganz viele Bakterien auf einen Haufen sind und dann noch ein schwaches Immunsystem angreifen, dann wird man auch krank. Und andersrum ist es aber auch so. Wenn wir alle uns zusammentun und jeder im Einzelnen was Kleines macht, dann können wir auch was ganz Großes bewirken. Wir trauern um die Goldkröte, die 1989 ausgestorben ist. Einfach aufgrund der Erderwärmung. Heute trauern wir um die ausgestorbenen Arten aufgrund von menschlicher Aktivität.